Arrivederci, meine Damen und Herren. Arrivederci heißt der Sieger im Großen Preis vom Land Niederösterreich, das Pferd von Lawrence Green. Und es ist jetzt auch Zeit, Arrivederci zu sagen vom internationalen Springturnier im Rahmen der Apropos Pferd 2016. Michael Rösch, famous last words. 4 Tage hier in der Halle Turniersport, viele Wochen davor Aufbau, ein ganzes Jahr eigentlich Vorbereitung auf diese Veranstaltung. Welches Gefühl hast du heute Abend und wie viele Gedanken sind schon bei 2017? Also ich muss sagen, der Adrenalinpegel sinkt langsam, die Müdigkeit stellt sich dann langsam doch ein bisschen ein. Ich blicke jetzt auf eine sehr erfolgreiche Veranstaltung zurück, ja, erfolgreich sowohl in sportlicher Hinsicht, auch finanzieller Hinsicht, auch Medienhinsicht. Ich denke, das ist besonders wichtig. Wir haben sehr viele gute Partner, die das Turnier tragen, die mir ein sehr positives Lob ausgesprochen haben, auf das ich auch sehr stolz bin, dass die Veranstaltung sich weiterentwickelt hat, dass sie nächstes Jahr wieder sehr gerne dabei sind und das legt quasi den Grundstein für 2017, das ist nämlich diese Veranstaltung. Und ich bin im Kopf schon eher bei 2017 als bei 2016, weil dieses Turnier vor wenigen Minuten für mich eigentlich abgeschlossen ist. Da haben sich ja Serena Hamberg und Petra Bohuslav bei der Siegerehrung eigentlich diesen finanziellen großen Ball schon einmal zugeschupft. Das beruhigt einen als Veranstalter dann schon auch, wenn die wichtigen Sponsoren hier von sich aus sagen, sie wollen und werden dabei sein. Wir geben uns auch sehr viel Mühe dafür. Also das muss man auch sagen. Es ist natürlich so, dass wir als Veranstalter wir sind uns der Wichtigkeit der Sponsoren bewusst. Ja. Und ich denke, das merken die Sponsoren. Jeder Sponsor bekommt von uns eine Aufmerksamkeit. Die Sponsoren gutieren das, die werden betreut im VIP-Bereich, von mir persönlich, von meinem Vater. Es gibt ein Team rund, also hinter uns, das sich wirklich darum kümmert, dass es den Sponsoren gut geht. Wir versuchen über soziale Medien den Sponsoren auch den dementsprechenden Mehrwert zu bringen, weil der Sponsor möchte natürlich auch einen dementsprechenden Gegenwert für die Veranstaltung sehen, für das Geld, was er ausgibt. Und ich denke, diese Bemühungen werden honoriert. Die Sponsoren haben mir das schon während der Veranstaltung gesagt, dass sie gerne auch nächstes Jahr mit dabei sind. Und ich denke, das ist das Lob für die Arbeit, die wir, die ich, die mein Vater, meine Familie und das Team rund um mich die letzten Tage, Wochen und Monate gemacht haben. Und deshalb freuen wir uns sehr auf 2017. Das ist das eine Bein, auf dem dieses Turnier steht. Das andere Bein ist dieses Team. Und das ist so einzigartig, dass ich dir jetzt einfach auch die Plattform gebe, weil ich glaube, alle werden sich dieses Video auch noch anschauen. Einfach deinem Team vom Reitclub die Worte zu sagen, die du heute Abend für sie übrig hast. Danke. Ich denke, das ist das wichtigste Wort, was man hier eigentlich erwähnen muss. Es ist wirklich ein tiefer Dank. Die Mitarbeiter, die uns hier unterstützen vom Reitzentrum Bad Fischau, sind lange Jahre mit dabei. Die sind Selbstreiter, die wollen auf der einen Seite den großen Sport sehen, auf der anderen Seite helfen sie gerne mit, weil sie dem großen Sport hier sehr nahe sind. Das freut uns ganz besonders, ja, und das Team wird größer. Das ist für uns auch wichtig, dass ja, der Reitzentrum Bad Fischau ist bemüht, neue Sportler in den Sport zu bringen und das ist eigentlich das Team, was uns hier bei der Veranstaltung unterstützt. Das wächst jedes Jahr und das freut uns natürlich auf dem anderen Bein auch ganz besonders. Michael, viel mehr kann, soll und darf man eigentlich gar nicht sagen am Abend des letzten Turniertages. Wir freuen uns auf das Turnier 2017. Dankeschön. Danke.